Ja, hallo, hier bin ich wieder und heute möchte ich noch ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage ist von Tizian. Können Sie etwas zu den Medien in Russland sagen? Ist RT sehr staatlich gelenkt? Gucken die Russen eher RT oder andere TV-Sender? Also ich würde sagen, RT ist wirklich staatlich gelenkt und ungefähr genauso wie BBC oder CNN. Aber in Russland ist RT gar nicht so bekannt. Also das ist in erster Linie fürs Ausland gedacht. Wir haben zwar etwa 10 Sender, die sich mit Nachrichten beschäftigen. Wir haben Euronews und der Sender sieht genauso aus wie in Deutschland oder in England, nur auf Russisch. Wir haben RBC, das ist ein TV-Sender, der sich in erster Linie mit der Wirtschaft und Politik beschäftigt. Und dieser Sender gehört dem russischen Oligarchen Prochorow. Das ist einer der reichsten Menschen in Russland heute, der mal zu einem Präsidenten werden wollte. Und mir persönlich gefällt dieser Sender am meisten. Aber 80% der Bevölkerung gucken nur die ersten zwei Sender. Genauso wie in Deutschland haben wir den ersten Kanal und den zweiten, heißt Russia. Russland also. Und diese Sender gibt es in allen Dörfern und überall russlandsweit. Während die anderen muss man extra abonnieren oder zumindest in einer Stadt wohnen. Zweite Frage ist von Verena K. Mir ist es wichtig zu wissen, ob er von unseren vielen Demos für den Frieden was mitbekommt. Gibt es vielleicht auch welche bei euch? Also, viele Leute wissen das wirklich und das freut mich und auch andere Leute, weil es wurde ein paar Mal über solchen Demos in Deutschland in ersten zwei Sendern eben berichtet. Und einmal war ich bei meinen Eltern und war sehr überrascht. Also ich gucke fast nie Russia und den ersten, aber bei meinen Eltern läuft es immer. Und es gab einen Bericht über ZDF-Show Die Anstalt. Und Max Sudow wurde übersetzt und zitiert. Das hat mich auch sehr gefreut, weil ich diese Show für eine der besten im deutschen TV halte. Und noch dazu. Gibt es vielleicht auch welche Demos bei euch? So, bei uns gibt es keine Demos für Frieden. Und es gibt auch einen Grund dafür. Also die letzte Fragestunde am 16. April von Putin. Es gab eine Frage dort, ob wir, die Russen, Angst vor dem Krieg haben müssen. Und Putin hat gesagt, ich halte das für ausgeschlossen. Ihr könnt ruhig weiter arbeiten und sich entwickeln. Dann gab es noch eine Frage, welche Länder gehören zu unseren Feinden? Und die Antwort von Putin war, ich halte kein Land in der Welt für unseren Feind und ich empfehle es niemandem auch, Russland für einen Feind zu halten. Also die Russen sind jetzt wirklich stolz, dass das Land wieder militärisch stark ist, aber keiner will Krieg hier und es wird auch überall auf den staatlichen Sendern immer wieder wiederholt. Wir müssen nie wieder diese Fehler eingehen und wir müssen uns nie wieder in einen Krieg einziehen lassen. Und das gibt mir persönlich und auch vielen Menschen Hoffnung. Dritte Frage. Viele deutsche Zeitungen haben behauptet, dass es ein schlimmes homosexuelles Gesetz gibt. Gibt es wirklich eins? Also ein Gesetz gibt es wirklich, seit 2 Jahren schon. Und es klingt ungefähr so. Man darf keine Propaganda der Homosexualität unter Minderjährigen verbreiten. Also was heißt das? Ich zum Beispiel als Schullehrer darf nicht in der Schule meinen Schülern sagen, homosexuell sein, das ist gut, mach das. Es gibt noch einen Punkt dort, die Homosexuelle, die minderjährig sind, unter 18 also, die dürfen öffentlich sich nicht küssen, also die dürfen eigene Gefühle öffentlich nicht äußern. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber so ein Gesetz gibt es wirklich. Und noch dazu, wie fühlen sich Homosexuelle in Russland?
Also ich würde sagen, in großen Städten oder in solchen Städten wie Kaliningrad mit 500.000 Menschen fühlen sie sich ganz wohl. Man kann jederzeit in einen Café kommen und dort gibt es fast immer ein paar. Und ich kann ein Beispiel dafür geben. Hier ist ein Foto. Das ist ein berühmter Modeschöpfer in Russland. Man kann ihn überall im Fernsehen gucken, in allen Sendern. Er spricht immer in allen Talkshows und so weiter und so fort. Ist wirklich sehr berühmt und kann weiter schöpfen und arbeiten in unserem Lande. Und es gab eine Talkshow auch zu der Frage Conchita Wurst und alle waren wütend und haben gesagt, wir brauchen sowas in Russland nicht. Aber der hat gesagt, nein, das ist okay, das hat mir gefallen. Es gibt auch in großen Städten eine Menge von Gay-Clubs und ganz offen. In Kaliningrad gibt es auch eins, heißt Amsterdam, richtig originell. Und ich war in diesem Club mal, weil meine Freundin unbedingt hin wollte. Und wenn wir da waren, sie hat immer über mich lustig gemacht. Also, guck mal, dieser Junge schaut dich an. Und dort, sieh mal, er schaut dich an. Möchtest du mit ihm bekannt machen? Oder sowas. Und wenn sie auf die Toilette wollte, dann habe ich einfach gesagt, nein, ich möchte nicht hier alleine bleiben. Und das war okay. Aber nicht alles ist natürlich so gut. Es gibt wirklich ein Problem, weil unsere Gesellschaft sehr konservativ ist. Und es gibt oft, besonders in kleineren Städten und in den Dörfern, es gibt oft Hass und Spott gegen Homosexuelle. Und ich würde ganz offen sagen, dass vielleicht auch 80% der Bevölkerung das für nicht normal halten. Aber das Problem gibt es nicht seit 2 Jahren, seit diesem Gesetz. Das Problem gab es schon immer. Und in der UdSSR war das komplett verboten. Das war eine Strafsache. Wie genau jetzt in den USA, in Texas. Und ich denke mal in noch einigen Staaten. Nächste Frage ist politisch. Von Pedro Porra. Wie geht die Bevölkerung mit einem Verwurf der Annexion der Insel Krim und der angeblichen Schuld an den Unruhen in der Ukraine um? Also 60% der Bevölkerung halten dies nicht für eine Annexion. Es wird auch nie auf den staatlichen Sendern so darüber berichtet. Es wird immer eher als eine Wiedervereinigung bezeichnet. Und wie gesagt, etwa 60% halten das für sehr gut und völlig okay. Dann 20% der Bevölkerung, ich würde sagen, die mehr oder weniger aufgeklärt sind, verstehen, dass wenn das auch eine Annexion wäre, ist Krim geopolitisch sehr wichtig und man konnte nicht anders damit umgehen. Und deshalb unterstützen sie dies auch. Und etwa 20%, die Nemtsov-Fans, die sagen, dass ich schäme mich, dass ich in so einem Land wohne. Ich schäme mich, dass ich so einen Präsidenten habe und wir sind Aggressoren und wir haben Krim annektiert. Und ich denke mal, wie das Gabriela Kornisch-Maltz beschreibt, das ist fast völlig richtig. Ich kann das nicht besser äußern. Und man sagt immer wieder, dass wenn es keine Wiedervereinigung mit dem Krim gäbe, dann gehört jetzt Krim auch zu diesem Krieg. Und die Leute dort auf der Krim, das haben mir erzählt, die Leute, die da waren, die sind wirklich sehr froh. Vielleicht nicht 97%, aber 85% sind wirklich zufrieden damit, dass Krim wieder zu Russland gehört. Und die letzte Frage für heute von Weihnachtsengel. Wie nett. Ich würde gerne Russland bereisen, ich trinke aber keinen Alkohol. Naja, Engel dürfen vielleicht gar keinen Alkohol trinken. So wie ich ein Bild von Russland habe, wäre das recht stressig. Also zur Zeit, was Alkohol betrifft, trinken die Russen viel weniger als noch vor 10 Jahren. Es gibt wirklich viele Gesetze. Also früher darf man 24 Stunden überall Alkohol kaufen, jetzt darf man
in der Nacht gar nicht kaufen, auch an einer Tankstelle nicht. Ist komplett verboten. Zweitens, Alkohol ist viel teurer geworden. Jetzt Bier, Whisky kostet teurer als in Deutschland und Wodka kostet ungefähr genauso viel. Und drittens, die meisten Leute haben jetzt Arbeit und die haben nicht mehr so viel Zeit zum Trinken. Und ich würde sagen, es wird genauso viel ungefähr wie in Deutschland getrunken. Obwohl es wirklich so, dann, wenn die Leute trinken und wenn einer dabei ist und nicht trinkt, dann muss man ständig immer wieder sagen, nein, ich trinke nicht, ich will das nicht. Die Leute wollen, dass alle dabei sind und das gehört zur Mentalität vielleicht. Und wir sehen uns vielleicht in einer Woche. Ich habe wirklich viel vor, große Pläne und das einzige Problem ist, dass ich keine Zeit habe. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss.